morgen fahren wir und essen die rechte Beere, ja? Also ist das kaputt oder wie? Ist das Fotoapparat? Ja, aber das sind alles keine Bilder, wenn du blitzen tust jetzt. Ja, ich verstehe nicht, wieso der Blitz auf einmal drin ist. Muss doch mal was machen. Aber ich hab's jetzt drin. Ich mach das hier in bewegten Bildern an der Stadtmauer entlang. So, wir sind jetzt schon in der Nähe der Terrakotta-Krieger. Hier werden Figuren der Terrakotta-Krieger, die frisch ausgegraben sind, aufgearbeitet, um sie dann zu den Terrakotta-Kriegern, zu der Armee zu stellen, die es jetzt schon dort gibt. Da sind 2000 Krieger ausgegraben und man schätzt, dass noch 18.000 Terrakotta-Krieger unter der Erde sind, die noch ausgegraben werden müssen. Also hier wird ständig gearbeitet, um die auf dem aktuellen Stand zu halten. In diesen Werkstätten werden die Terrakotta-Krieger aufgearbeitet bzw. ausgebessert, so dass sie aussehen, als wären sie neu entstanden. Die Körper sind auch schon unterschiedlich, aber manche sind gleich. Die Köpfe werden dann aufgesetzt, da kein Kopf dem anderen gleichen soll. Wir sind also in China und hier werden die frisch ausgegrabenen Terrakotta-Krieger aufgearbeitet, um sie dann in die Terrakotta-Armee einzugliedern. Ein altes chinesisches Gefährt, wo höhere Beamte oder Privilegierte des Kaiserreichs mit gefahren wurden. Wurden von Menschen gezogen, manchmal auch von einem Tier. Sehr schön gearbeitet, das Rad, alles aus Holz. Aber sehr alt, man sieht das hier, die Radnarbe. Und das ist mit ausgestellt dort, wo die Terrakotta-Krieger rekonstruiert werden. Und wir werden nachher noch diese Terrakotta-Armee in Gänze sehen. Frisch aufgearbeitete Terrakotta-Krieger, die hier noch stehen, um sie dann später in die Terrakotta-Armee einzuordnen. Und dann noch die dritte und die zweite und dann zum Schluss die Wagenaufstellung. Ja, ja. Ja? Okay. Zuerst gehen wir mal zu den ersten Aufstellung. Alles Besucher der Terrakotta-Armee. Die Ausstellungsgelände sind mit Hallen überbaut, damit dort alles nicht noch zusätzlich verwittern kann. Wir beginnen in einer Halle, in dieser hier, werden dann in die nächste Halle, dort sind die Kavallerie, hier sind, ist das Fußvolk der Terrakotta-Armee, sollen wohl 1100 Stück sein, aber eine Menge sind noch unter der Erde, die arbeiten immer noch dran und graben weiter aus. Werden wieder nach vorne gebracht und nach der Schlagordnung der Qing-Dynastie wieder aufgestellt. Ja? Und
schauen Sie mal, da hinten ist also die Ausgabe. Ja, oben. Da treffen wir uns. Ungefähr so eine halbe Stunde, ist das okay? Um 11.30 Uhr. Ja? Um 11.30 Uhr. Mann, willst du da hin? Was? 11.30 Uhr? Treffen wir uns da hinten beim Ausgang. Da hinten sind wir. Wo die Leute stehen. Das ist die Ausgrabungsstätte, die ist mit einer Halle überbaut zum Schutz und es ist immer noch nicht beendet. Man kann das gar nicht ermessen, so riesengroß ist das Gelände. Das sind die Terrakotta-Soldaten in dieser Halle und von dieser Halle gibt es noch drei Hallen, wo Terrakotta-Krieger stehen. Hier sind auch Pferde mit dabei. Ja. Also die Halle hier ist auch so stabile Konstruktion, das ist auch erdbebensicher gebaut. Ja? Erdbebensicher? Also wir treffen uns dann später, ja? Am Ausgang. Ja, alles klar. Das ist interessant. Ja? Dort hinten wird noch ausgegraben. Hier vorne ist schon alles fertig. Und riesengroß. Wir werden gleich in der nächsten Halle noch die anderen Krieger zeigen. Und das ist die Halle, mit der das überbaut ist. Ein unwahrscheinlicher Aufwand hat China hier getrieben, um diese geschichtlichen Dokumente und diese geschichtlichen Zeugnisse für die Öffentlichkeit darzustellen. Menschenmassen, die alle die Terrakotta-Armee sehen wollen. Wenn wir uns hier verlieren, dann ist der Anschluss weg. Auch Terrakotta-Pferde sind dabei. Und das ist hier wieder, sind wieder die unzähligen Soldaten Terrakotta-Armee, die man hier ausgegraben hat. Die immer noch an der Ausgrabungsstelle stehen und auch bleiben sollen. Was der Kaiser früher für einen Aufwand getrieben hat, der chinesische Kaiser, um seine Grabstelle zu schützen. Die sollen ja alle seine Grabstelle schützen. Und naja, somit haben wir heute was gesehen, was damals für einen Arbeitsaufwand getrieben worden ist, um die persönlichen Bedürfnisse des Kaisers zu befriedigen. So viele Menschen hier sind, um die Terrakotta-Armee zu bewundern. So viele Terrakotta-Krieger und noch mehr stehen hier. Alles schon ausgegraben. Wir schützen hier die Grabstelle des Kaisers. Und hier sind noch Baustellen, da sind sie noch am Graben. Hinten hatten wir gesehen, wie die aus dem Lehmboden hier freigelegt werden. Da hinten sind auch Pferde dabei. Das ist ganz toll, was sie hier gemacht haben. So, damit schließe ich jetzt den Durchgang durch die erste Halle der Terrakotta-Armee ab, wo die Ausgrabungsstätten noch im Gange sind, aber schon über 1000 Terrakotta-Krieger hier stehen, die schon fertig ausgegraben sind. Und auch ein paar Pferde dabei, die die Grabstelle des Kaisers schützen sollen. Ein Riesengebäude. So wurden die Terrakotta-Figuren gefunden. Dann, manche waren auch ganz, aber hier sieht man die Teile. Und es ist ganz schwierig, die dann noch wieder zusammenzusetzen. Unterteil aufs Oberteil. Und das ist schon eine ganz tolle Arbeit. Wir sind jetzt in einer anderen Halle, wo noch mehr zu sehen ist, wie man die Terrakotta-Armee hier ausgegraben hat. Wieder eine andere Ausgrabungsstelle der Terrakotta-Armee. Hier soll die Kavallerie gefunden worden sein. Also das alles stammt aus dem Jahre 2000 vor Christus, so in etwa.
aus der Qin-Dynastie, der chinesischen Kaiser. 2000 Jahre vor Christus, also jetzt über 4000 Jahre her. Und da sieht man schon, mit welchen Erdmassen das sich im Laufe der Zeit überdeckt hat. Und das legt man jetzt alles wieder frei. Der schönste Terrakotta-Krieger unter der Terrakotta-Armee ist der kniende Bogenschütze, der auch noch am besten erhalten ist. Den hat man hier besonders ausgestellt. Hier ist noch viel zu tun. Die Terrakotta-Armee ist noch lange nicht vollständig ausgegraben. Hier sieht man noch die Ausgrabungsstätten, wo sie dabei sind, wo schon Überreste und wo man das alles noch findet und zusammensetzen soll. Das ist die Halle 4 der Ausgrabungsstätten der Terrakotta-Armee. In dieser Gegend ist es schon sehr warm, obwohl wir noch Ende März haben. Gestern hatten wir 30 Grad im Schatten hier in China. Man sieht, auch tropische Gewächse wachsen hier. Und jetzt schauen wir uns dieses letzte Dokument des Weltkulturerbes einmal an. Ein ausgegrabener Streitwagen der Terrakotta-Armee. 4000 Jahre alt. Ein anderer Streitwagen der Terrakotta-Armee mit einem 4-Pferde-Gespann. Davor auch sehr gut erhalten. Ausgegraben, 4000 Jahre alt. Einiges wurde zusammengesetzt. Aber die Teile sind alle erhalten und die Ausgrabungsstätten habe ich schon gezeigt. Man muss hier kämpfen, um den Menschenmassen, die hier aus Asien und Europa sich dieses Weltkulturerbe in China ansehen wollen, um da durchzukommen und vernünftige Bilder mit nach Hause zu nehmen.